ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Kanal abonniert, geliked und sogar geteilt haben. Dank eurer Unterstützung wächst die Community stetig. Diejenigen, die noch kein Abo haben, können dies jetzt nachholen, indem sie einfach auf den Button klicken und die Glocke aktivieren, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich wünsche euch nun viel Freude mit der nächsten Episode. Zwei galaktische Einheiten entfernt von Sur in einer Raumfalte. Starlight in Alpha Star. Starlight, berichten Sie, wer hat den großen Plan vereitelt? Offenbar gab es von dem Stationsleiter selbst eine eingesetzte Agentin. Sie alleine hat den großen Plan vereitelt. Konntest du herausfinden, wer die Agentin ist? Ja, das konnte ich. Ihr Codename ist Schwester Tod. Ihr realer Name ist Vivian Vergo. Ich konnte in Erfahrung bringen, dass sie auf dem Weg nach Antara ist. Offenbar wurde ihr Schiff in der Werft repariert. Ich konnte mir keinen Zugang zur Werft verschaffen. Ihr Schiff wurde mit der höchsten Sicherheitsstufe des Surianischen Kommandos geschützt. Interessant ist auch, dass ihre rechte Hand kein geringerer ist, als der ehemalige Kommandeur der Spezialeinheiten Hunter Jackson selbst ist. Bei der Vereitelung des großen Plans konnte man sehen, um wie viel gefährlicher diese Vivian Vergo ist. Wo immer sie nach diesem Vorfall auftaucht, verbreitet sie Panik unter den Gefangenen. Starlight, gehen Sie wieder in Ihre Ausgangsposition. Wenn wir Sie wieder brauchen, aktivieren wir Sie. Danke für Ihren Bericht, Alpha Star Ende. Major, was haben wir in den Datenbanken über Vivian Vergo genannt, Schwester Tod? Commander, es ist so gut wie nichts über sie zu finden. Sie ist ein Geist. Sie hat allerdings Kontakt zu der Barbesitzerin Tilly auf Antara und zu der Waffenhändlerin Mama Wong auf Pharos. Schicken Sie ihr eine Jägerstaffel hinterher. Sie sollen alles daran setzen, sie und ihr Schiff zu vernichten. Jawohl, Sir. Sish, wie bist du mit dem Umbau zufrieden? Captain, bis jetzt fühlt sich alles gut an. Die Steuerung reagiert jetzt viel sensibler. Es ist fast so, als wenn das Schiff schon weiß, was ich tun will, bevor ich es tue. Ich verderbe nur ungern die Stimmung. 5 Jäger des Terillianischen Militär nähern sich uns mit 4-fachem Hyperdrive. Es war ja auch zu schön, um wahr zu sein. Jetzt wird sich herausstellen, was der Umbau und die Artefakte wert sind. Sish, bleibe knapp unter der Höchstgeschwindigkeit. Ich möchte, dass wir das Artefakt noch als Joker haben. Dax, öffne einen Kanal. Captain, Sie können sprechen. Ich gebe euch die letzte Chance, mit eurem Leben davonzukommen. Ich kann euch nur raten, nutzt sie. Uns machst du keine Angst, Schwester Tod. Gleich wird es dich nicht mehr geben. Sein Problem ist nur, dass er nicht weiß, zu was das Artefakt Schutz und Schilde in der Lage ist, wirklich zu leisten. Ehrlich gesagt, wir wissen es auch nicht. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass jetzt gleich die Hölle losbricht. Als die Angreifer immer näher kommen, schaltet sich der Schild des Artefakts ein. Es erzeugt einen sichtbaren Energieschild, der seinesgleichen sucht. Die terillianischen Jäger kommen dennoch immer näher. Plötzlich lösen sich vom hinteren Teil der Vergo 5 Energiekugeln, die sich in einer enormen Geschwindigkeit auf die Angreifer zubewegen, sodass sie nicht mehr ausweichen können. Einen Augenblick später glühen die Schiffe in blauem, gleißenden Licht auf und verschwinden spurlos.
Der Schild verschwindet und von den Angreifern ist nichts mehr zu sehen. Auf dem terrilianischen Kommandoschiff. Was war das? Eine Energiewaffe. Der Kontakt zu unseren Jägern ist abgebrochen. Wurden sie vernichtet? Davon gehe ich aus. Ich bekomme keinerlei Telemetrie mehr von der Staffel. Vivian und ihre Crew waren sich mittlerweile vollkommen bewusst, dass sie nun im Visier der Terrilianer standen. Vivian hatte einen sorgfältig geplanten Versuch vereitelt, die Hauptbasis der Surianer zu infiltrieren. Dies machte sie natürlich zum Angriffsziel der Gegenseite. Eileen, auf ein Wort, folge mir bitte. Ich weiß, was du sagen willst. Lass hören, was wollte ich dir sagen? Du hättest gerne vorher gewusst, dass du dich mit dem terrilianischen Militär anlegst. Wenn du es gewusst hättest, hättest du es nicht getan. Dann wären aber die surianischen Waffen in die falschen Hände geraten und es hätte schon wieder einen Krieg gegeben. Genau das wollte ich dir gerade sagen. Ich verstehe die Sache ja. Nur langsam wird es Zeit, dass ich vorher Bescheid weiß. Miss Vergo, hätte ich direkt eingegriffen, hätten alle Verbündeten der Terrilianer mit in den Konflikt einsteigen müssen. Das wäre dann zu einem verheerenden Krieg geworden. Dadurch, dass Sie es getan haben, gibt es keinen Krieg. Ich weiß, dass Sie jetzt aufs Äußerste erregt sind. Erregt? Das trifft es nicht einmal ansatzweise, was ich gerade empfinde. Ich werde Ihnen einen dauerhaften Vorteil geben. Sie können sich ab jetzt wie Eileen und ich durch den Raum bewegen. Alles, was Sie dazu brauchen, tragen Sie in sich. Sie müssen nur intensiv daran denken, wohin Sie wollen. Mit etwas Übung werden Sie schnell sehen, welchen ungeahnten Vorteil Sie dann besitzen. Beziehen Sie eine weitere Person mit ein und Sie nehmen diese mit sich. Sie meinen wohl, dass ich mich mit Geschenken kaufen lasse? Ich weiß, dass Sie jetzt aufgebracht sind, auch dass dieser Moment kommt, wusste ich, bevor ich Sie beauftragt habe. Wenn Sie sich in einigen Parsec wieder beruhigt haben, wird Ihnen bewusst werden, dass Sie Abermilliarden Lebewesen gerettet haben. Ich empfand, dass Sie deswegen auf mich böse sind, als vertretbaren Preis, den ich um so viele Leben zu retten gerne bezahle. Arg Sie. Sie machen es einem unmöglich, auf Dauer auf Sie sauer zu sein. Wie geht es jetzt weiter? Die Möglichkeiten des terrilianischen Militär übersteigen die meinen um das X-Fache. Deswegen bin ich hier. Der Commander, der diesen Plan ersonnen hatte, wollte Sie in einer Kurzschlusshandlung zuerst eliminieren. Was ihn ja offensichtlich 5 Jäger gekostet hat, er musste feststellen, dass sie offenbar über Waffen verfügen, mit denen er aufgrund der Größe der Vergo nicht gerechnet hatte. Diesen Fehler wird er nicht mehr machen. Das soll mich jetzt beruhigen? Ja. Ich sage Ihnen warum. Die terrilianische Regierung hat sich in den Verträgen mit ihren Verbündeten erklärt, dass sie niemals einen Krieg provozieren wird. Genau genommen hat sie das schon zweimal getan. Erstens durch den großen Plan selbst. Zweitens durch den militärischen Angriff auf ein ziviles Schiff, nämlich das ihre. Es steht das Wort von mir gegen das einer ganzen Kommandoschiffbesatzung. Sie werden beide Vorfälle abstreiten und ich stehe als Lügnerin da. Eine der neutralen vollautomatischen Überwachungsdrohnen für diesen Sektor hat ganz zufällig alles aufgezeichnet. Es steht deswegen sehr schlecht um die Allianzverträge der terrilianischen Regierung. Die Aufzeichnungen des Vorfalls mit den Jägern werden gerade eben an die entsprechenden Vertragsparteien übermittelt. Zur gleichen Zeit macht die Regierung von Sur den Vorfall auf der Raumbasis Sur ebenfalls publik. Haben Sie geglaubt, dass ich Sie ins offene Messer laufen lasse? Eileen, es wird Zeit für die Schutzanzüge, wir sehen uns, Miss Vergo. Welche Schutzanzüge? Nein, ich hasse es, wenn er einfach so verschwindet. Verbinden Sie mich mit der Mine, Major. Oh, Sie sind es. Was kann ich für Sie tun? Aktivieren Sie unsere Leute. Ich möchte ein genaues Profil von der Transporter-Eignerin Vivian Vergo. Schärfen Sie Ihren Leuten ein, keine unüberlegten Schritte zu tun. Sie soll lediglich auf große Distanz ausspioniert werden. Glauben Sie mir, meine Leute könnten mehr tun. Unterstehen Sie sich in irgendeiner Richtung etwas zu unternehmen, als wie das, was ich Ihnen angewiesen habe. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sich da anlegen. Und wenn Sie es erfahren, ist es für Sie und Ihre Leute zu spät. Ich sage es nochmals. Ich möchte nur wissen, mit wem Sie sich trifft, wohin Sie sich bewegt, auf welchem Planeten.
Bleiben Sie in entsprechendem Abstand, dass sie nicht bemerkt. Diese Frau ist äußerst gefährlich. Schärfen Sie das Ihren Leuten ein. Jawohl, ich werde es weitergeben. Sobald ich Näheres weiß, melde ich mich. Tun Sie das. Übertragung Ende. Sish, ihr bleibt getarnt im Orbit. Jackson und ich gehen in Tillys Bar. Sie wird die Kontakte für die Jagdgewehre einfädeln. Wenn etwas Ungewöhnliches passiert, gebt einen stummen Alarm. Ja, Will, Captain. Dann los. Vivian, von dir hört man ja so einiges. Was hört man denn so? Du hast angeblich auf der Raumbasis Sur einen Anschlag auf den Stationskommander vereitelt. Im Anschluss hast du einen Anschlag auf dich selbst spektakulär beendet. Aus welcher Quelle hast du das gehört? Ich kenne da einen Diplomaten. Von ihm erfahre ich so etwas. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass das wahr ist. Ich wusste gar nicht, dass dein Schiff so schwer bewaffnet ist, dass du locker mit 5 Jägern fertig wirst. Die Sur haben mir nach der Rettung ihres Kommanders ein Update für mein Schiff geschenkt, was ich dann bei der Abreise als äußerst brauchbar erwiesen hatte. Danke, dann weiß ich Bescheid. Was kann ich dieses Mal für dich tun? Ich habe ausgemusterte Scharfschützengewehre der Sur für die Jagd in den Bergen zu verkaufen. Aber wirklich nur für die Jagd. Ich habe tatsächlich eine Anfrage für Scharfschützengewehre aus dem Bergdorf Bordok. In deren Gebiet streuen mehrere Großkatzen durch die Berge. In der Zwischenzeit haben sie schon mehrere Bewohner angefallen. Das klingt nicht so toll. An wen muss ich mich dort wenden? An den dortigen Ortsvorsteher Talon Stein. Von ihm kam auch die Anfrage. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr in die Gegend reist. Mit diesen Großkatzen ist wirklich nicht zu spaßen. Mach dir keine Sorgen, Tilly. Wir kommen dorthin, ohne verletzt zu werden. Schaut mich jetzt bitte alle beide an. 6 Klicks von mir entfernt auf der rechten Seite sitzt ein Mann mit einer Scannerbrille. Er schaut, seit wir da sind, immer wieder rein zufällig zu uns herüber, jedoch immer so lange, wie ein Scanvorgang dauert. Er ist neu hier. Ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen. Er sitzt den ganzen Tag alleine an der Bar und trinkt. Aber nur so viel, dass er nicht betrunken wird. Wir sollten ihn befragen. Nein, nicht in meinem Laden. Macht das draußen. Mit dem werdet ihr nicht so leichtfertig wie mit Tyson und Hank. Wenn er etwas von uns will, beziehungsweise von mir, wird er mir, uns folgen. Bitte passt auf euch auf. Ich verspreche es dir, wir passen auf uns auf. Jackson, danke. Zur Landebucht geht es aber in die andere Richtung. Ich will sicher gehen, ob er zufällig mit uns gegangen ist oder ob er uns folgt. Willst du ihn nicht noch ein Weilchen zappeln lassen? Ich will, dass er sich bei jedem Knacken hinter sich umdreht und fragt, ob ich das bin. Ich möchte, dass er sich als Beute fühlt. Irgendwie tut er mir jetzt schon leid. Wo ist sie? Wer bist du? Das geht dich nichts an. Wer hat dich beauftragt? Ich sagte gerade, das geht dich nichts an. Dann prügel ich es aus dir heraus. Das haben schon andere versucht. Ich bin nicht andere. Das bringt nichts. Gut, du willst es nicht anders. Wer hat dich beauftragt? Vergiss es. Na gut, dann nicht.
Vivian fand beim Durchsuchen einen Kommunikationschip.